Patient reagiert mit der Frage: Was führt Sie zu uns? Patient packt Plastiksack aus, zeigt mir seine Unterhose mit gelben Flecken. Er wolle wissen, wo die Flecken kommen. Wir reden über Triage und wie wir sie möglichst objektiv gestalten können. Außerdem führt Markus kurz ein Interview über das Manchester Triage Scale. Ja, hallo, wir sind's, die Rettungsaffen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Sven. Guten Tag, Tobi. Wir sind bei Folge 24 angekommen. Worum geht es? Wir haben uns vorgenommen, wir reden mit euch über Triage. Und Triage-Systeme? Genau, über das Manchester-System und Triagierung allgemein. Und wir haben vor allen Dingen einen Experten dazu geholt. Und du hast ein Interview geführt, ne? Genau, ich habe ein Interview dazu geführt und das lief auch ziemlich gut. Also halt, Moment mal, ihr Rettungsaffen. Irgendwie seid ihr gerade im falschen Podcast. Findest du? Habt ihr euch vielleicht irgendwie vertan? Gerade habe ich mich noch so wohl gefühlt, aber jetzt. Ja. Das ist aber sehr schön, dass ihr euch bei uns wohlfühlt. Herzlich willkommen bei Fast Track, dem Notfall-Podcast. Heute Folge 24 mit Andi und Sebastian. Schön, dass ihr das übernommen habt. Eigentlich mit Andi und Sebastian, nicht mit Sven und Tobi. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge von Fast Track. Vielen Dank, dass ihr kurz da wart. Bis bald. Bis bald und hört gut zu. Wie ihr eben schon gehört habt, dreht sich heute alles um die Triage. Zum einen um den Prozess, also was muss ich beachten, ganz allgemein, wenn ich triagiere. Und dann wird der Marco noch ein Interview führen zum Manchester Triage-System. Die Ansage heute, bevor sich die Rettungsaffen hier in unseren Podcast gedrängt haben, an dieser Stelle nochmal einen lieben Gruß, Sven und Tobi. Die Ansage davor war heute auf Aargau-Deutsch. Uns ist aufgefallen, den Aargau haben wir noch nie zu Wort kommen lassen, obwohl unser Podcast aus dem Aargau kommt. Also jetzt auch endlich mal eine Ansage auf Aargau-Deutsch. Eine heimatliche Ansage quasi. Quasi, nicht unbedingt unsere heimatliche Ansage, aber eine heimatliche Ansage. Und noch ein kleiner Nachtrag, weil wir gefragt wurden, wo denn die Ansage der letzten Folge genau herkam. Da möchten wir doch noch sagen, das war Niederösterreich. Aber dann können wir gleich schon starten, oder? Hallo zusammen, wir haben uns heute mal ausnahmsweise zu viert getroffen, um über den Triageprozess zu reden. Ich bin Andreas, bei mir ist wieder Sebastian. Hallo zusammen. Außerdem noch Karin. Hallo. Die ihr schon kennt. Und neu dabei heute beim Podcast ist Svenja. Hi zusammen. Svenjas Podcast-Debüt. Svenja, stell dich doch kurz den Zuhörern vor. Also ich bin Svenja, arbeite seit 3 Jahren auf dem Notfall in Baden und habe im April diesen Jahres meine Ausbildung zur Notfallexpertin abgeschlossen. Und beim Fast Track bin ich als Social Media Queen tätig. Svenja ist vor allem sehr aktiv bei Erstellung der Fallbeispiele, die ihr jeden Freitag so schön serviert bekommt. Svenja, nochmal danke. Danke. Gerne, danke. Gut, kommen wir direkt zum Thema. Es gibt verschiedene Triagesysteme. Wir haben es Easy bei uns im Haus, dann gibt es das Manchester Triage-System, es gibt das Australasian, das ATS und alle bieten sehr gute Einschätzungshilfen, einen Patienten, eine Patientin an die richtige oder die richtige Triage zukommen zu lassen, beziehungsweise eine richtige adäquate Dringlichkeitsstufe einzuordnen. Uns geht es eigentlich darum, im Triageprozess zu überlegen, wie kann man triagieren möglichst objektiv machen. Also unabhängig vom Triagesystem, das man benutzt, gibt es ja viele verschiedene Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen bei der Triagierung. Unter anderem geht es bei dem Thema ja auch um Rassismus, nicht nur, aber auch. Dazu haben wir zum Beispiel 3 verschiedene Studien gefunden. Das sind amerikanische Studien, teilweise schon ein bisschen älter. Zum Beispiel das Level of Pain and Waiting Time in the Emergency Department von 2010. Die Studien werden wir auch mal verlinken auf unserer Homepage. In den 3 Studien geht es im Prinzip darum, dass Afroamerikaner durchschnittlich längere Wartezeit haben als Weiße.
Jetzt ist die Frage oder die Überlegung, die wir gemacht haben, wie kann man dem vorbeugen? Also, dass man sich bewusst macht, wie gerade meine eigene Situation ist, also wie ich den Menschen begegne, wenn ich sie aufrufe und wenn ich sie triagiere, dass ich mir auch überlege, wie bin ich heute drauf und dass ich das einbinden kann und mich versuche, daran anzupassen, wenn ich die Patienten triagiere. Also du meinst, dass meine eigene Stimmungslage ein bisschen Einfluss darauf haben kann, was für Entscheidungen ich treffe? Ja, genau. Also wenn du schlecht gelaunt bist. Ich bin nie schlecht gelaunt. Wenn du schlecht gelaunt wärst. Es kann auch einen Unterschied machen, wie ich triagiere Anfangsschicht oder nach 8 Stunden triagieren, wie ich dann dort einen Patienten begegne. Absolut. Also vor allem ist es ja auch die Frage, triagiere ich 3 Patienten in der Stunde oder triagiere ich 15 Patienten in der Stunde? Das alles hat ja wirklich Einfluss auf unsere Entscheidungen. Ja, ich denke, das können auch alle, die triagieren oder ganze Schichten triagieren, dass wenn man sehr viele Patienten triagiert hat, dass irgendwann dann die Geduld auch ein bisschen nachlässt. Ich denke, auch einen großen Einfluss hat noch, wie fange ich meine Schicht an? Also komme ich und wir haben schon Full House vorne am Empfang. Dann ist der Stresslevel gleich sehr hoch. Es ist sicher auch eher schwierig, den Patienten dann wirklich ohne Vorurteil oder ohne meine Gefühlslage reinzubringen, zu begegnen. Also im Prinzip ist ja doch die Frage, wie ist die Kapazität gerade gegeben auf dem Notfall? Ja, genau. Wenn ich jetzt einen Patienten der weiter behandelnden Pflegekraft bringe und die ist schon ausgelastet, dann wirkt das ja auch auf meine Triagierung aus. Oder zumindest auf den Umgang mit dem Patienten oder die Kommunikation. Ja. Und was auch noch uns beeinflussen kann, ist, wenn wir viele Patienten im Wartebereich haben, dann ist es für die Triage-Fachpersonen sicher auch wichtig, dass sie sehr eher schnell triagiert oder man hat das Gefühl, man muss jetzt schneller triagieren. Und das kann auch wieder Einfluss haben auf ein objektives Einschätzen der Patienten. Was sicher auch noch ein Punkt ist, das jeder von uns kennt, sind die persönlichen Vorurteile, die man gegenüber dem Patienten hat. Schaue ich mir den Patienten an mit meinen Vorurteilen oder bin ich echt objektiv und bin mir diesen bewusst, um einfach eine objektive Einschätzung des Patienten ohne Vorurteile zu machen? Aber ich glaube, dafür ist es ja wirklich ganz, ganz entscheidend, dass man seine eigenen Vorurteile kennt. Also ich glaube, es muss keiner von uns hier seine Vorurteile offenlegen, sich hier outen. Aber wenn jeder einfach mal kurz überlegt, zu Hause an den Endgeräten, was er selber für Vorurteile hat oder sie selber für Vorurteile hat, fällt eigentlich sicherlich jedem etwas ein. Und ich glaube, man muss dann ganz genau aufpassen, wenn ein Patient kommt, der genau dieses Klischee oder die eigenen Vorurteile bedient. Ich glaube, dass jeder Vorurteile hat, mehr oder weniger, ist eigentlich eine menschliche Eigenschaft. Ich glaube, das hat wirklich jeder. Ein kleines Beispiel, wo mir dazu einfällt, ist eine junge Patientin, die sehr schnell atmet, also tachypnoisch auf den Notfall kommt, sehr ängstlich und aufgeregt wirkt. Denken wahrscheinlich sehr viele, die oft triagieren, es wird die Hyperventilation sein. Was sich aber dann im Endeffekt als eine Ketoazidose herausgestellt hat. Gab es auch mal als Freitagsfall. Aber genau. Das nur am Rande. Wir haben uns jetzt überlegt, das haben wir gemeinsam mit Philipp Rahm, leitendem Arzt am KSB entwickelt, also ein Modell entwickelt, wie wir diesen Prozess der Triage möglichst objektiv gestalten können, beziehungsweise wie es möglich ist, auf Diskrepanzen aufmerksam zu werden, die uns eventuell in die falsche Richtung führen können. Dazu haben wir ein Modell aus 4 Säulen entwickelt. Eins ist natürlich ganz klar, wenn der Patient sofort lebensrettende Maßnahmen benötigt, gehen wir nicht die 4 Säulen, die wir euch gleich vorstellen, durch, sondern fangen sofort mit den nötigen Maßnahmen an. Aber Svenja, kannst du uns mal die erste Säule gerade vorstellen? Bei der ersten Säule geht es um den ersten Eindruck vom Patienten. Jeder von uns hat den ersten Eindruck, wenn man einen Patienten anschaut, und diesen versuchen wir uns bewusst zu machen, ob es dem Patienten gut, mittel oder schlecht geht. Das sind die Leitfragen in der ersten Säule. Ganz genau. Ich meine, das ist ja wirklich in der Natur der Dinge. Egal, wem wir begegnen, wir machen uns immer direkt einen ersten Eindruck. Das war ja evolutionär mal sehr wichtig zum Überleben. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber genau das versuchen wir uns jetzt wirklich zunutze zu machen. Karin, was machst du als Nächstes?
Also bei der zweiten Säule geht es darum, was sagt uns der Patient? Zuerst mal ganz banal, warum ist er hier, was erzählt er? Wird er vom Hausarzt geschickt? Oder hat er selber entschieden, dass er auf den Notfall kommt? Hat er schon einen Koffer dabei? Geht er schon davon aus, dass er stationär aufgenommen werden muss? Das alles sagt uns etwas darüber aus, was er für Erwartungen hat. Und dann kommen wir zur dritten Säule. Die dritte Säule sind die objektiven Fakten. Hier geht es darum, hat er ein Einweisungsschreiben dabei vom Hausarzt, vielleicht schon mit Vorbefunden, hat er einen Laborbericht, Röntgenbilder dabei. Es geht um Sachen, die man selber erheben, also einen Blutdruck, Herzfrequenz messen, Fieber messen, vielleicht auch mal eine Wunde anschauen, wenn er deswegen kommt. Also allgemein um die Fakten, die ich jetzt erheben kann, die jetzt aktuell sind. Und weiter geht es dann mit der Aktenlage. Teilweise kann diese Säule überhaupt nicht erhoben werden, die vierte Säule der Aktenlage, sondern wenn der Patient zum ersten Mal jetzt bei uns ist, dann fällt sie einfach weg. Es sei denn, er hat jetzt alte Unterlagen dabei. Aber ansonsten können wir, wenn der Patient bekannt ist, auch nachschauen, war er schon mal da, gibt es Vorerkrankungen, hat er ähnliche Symptome bereits gehabt, wissen wir schon was über die Allergien, Medikamente oder Sonstiges. Denn gegebenenfalls kann die Aktenlage oder die Vorgeschichte des Patienten unseren ganzen Triageprozess entscheidend verändern. Wenn ich diese vier Säulen jetzt vergleiche und die alle übereinstimmen, ist es eigentlich einfach. Dann habe ich eigentlich schon eine Triageentscheidung. Schwieriger wird es aber, wenn es Diskrepanzen gibt im Verlauf der Triage, was sicher auch schon jeder kennt. Ein kleines Beispiel, wo wir da erzählen möchten, ist ein 40-jähriger Mann, der kommt mit grippaler Symptomatik. Also in der Nicht-Covid-Zeit. In der Nicht-Covid-Zeit. Der erste Eindruck, eigentlich geht es ihm gut bis so mittelmäßig gut. Also Moment. 40-jähriger Mann mit grippalem Symptomatik geht es nie gut. Dem geht es echt nie. Das ist ein EC1. Ja, wir sind ja jetzt bei der ersten Säule. Das ist mein Eindruck. Schocker. Mein Eindruck ist, ihm geht es nicht so schlecht. Er gibt allerdings an, dass es ihm sehr schlecht geht. Da haben wir schon die erste Diskrepanz. Dann kommen wir zu den Fakten. Jetzt messe ich die Vitalzeichen, die sind alle normwertig. Ich habe vielleicht ein bisschen Fieber oder subfibrile Temperaturen, so zum Beispiel 38,2. Klingt alles nicht so wahnsinnig dramatisch, klingt eher so ein bisschen nach Männerschnupfen. Auch da muss ich wieder sagen, Männerschnupfen ist dramatisch. Intensivpflichtig, ich weiß, aber abgesehen davon. Wenn ich jetzt aber weitergehe auf die vierte Säule und ich schaue in die Akte und sehe dann, dass der Patient aktuell eine Chemotherapie hat, verändert es natürlich schon alles. Auf einmal wird jetzt aus dem vermeintlichen Männerschnupfen ein Patient mit Fieber unter Chemo. Das zeigt halt, dass die vierte Säule gegebenenfalls wirklich sehr, sehr wichtig sein kann. Aber auch jede andere Säule kann ja eine gewisse Bedeutung haben oder kann die ganze Situation verändern. Da fällt mir noch gerade ein, Corona wird ja nur von Frauen übertragen. Naja. Ja, wenn ein Mann nur leichte grippale Symptomatik hat, liegt er zu Hause leidend auf dem Bett. Okay. Das ist eine gewagte These, Sebastian. Habt ihr noch ein anderes Beispiel, das das Ganze so ein bisschen belegt? Zum Beispiel Landwirte. Das sind ja noch echte Männer von früher. Möchtest du mir damit jetzt irgendwas sagen? Ja. Bei denen ist ja oft so, dass sie ihre Gesundheitslage banalisieren. Und er sagt, es geht ihm noch soweit okay. Aber bei der ersten Säule, unser erster Eindruck ist, dass es dem Patienten wirklich schlecht geht, wenn er da sitzt, kaltschweißig, der Hautkolorit ist leicht gräulich. Ja. Vermutlich würde die dritte Säule der Fakten uns dann bei unserer ersten Einschätzung doch recht stark unterstützen. Zum Beispiel, wenn ich in der dritten Säule ein EKG schreibe und sehe ST-Hebungen. Ein Beispiel, das wahrscheinlich schon viele so erlebt haben. Auf einen Punkt möchte ich nur noch hinweisen, was sowohl den ersten Eindruck als auch die dritte Säule betrifft. Dunkle Hautfarbe erschwert die Einschätzung. Dazu haben sich mal die zwei in Reflexstreifen geäußert, beziehungsweise sie haben mal sich dem Thema angenommen und Auszüge aus einem Buch von Malone Mukwende übersetzt. Das Ganze verlinken wir auch auf der Homepage und das ganze Buch kann auch auf Englisch kostenlos
gedownloadet werden. Also in diesem Buch zeigt es wirklich an, wie die Unterschiede bei der Hautfarbe sind. Und gerade jetzt die blassen Hautkolorit, das kaltschweißige, sieht man bei einer dunklen Hautfarbe ja nicht so deutlich wie bei Kaukasiern. Bei Diskrepanz zwischen den Säulen müssen wir sicher genauer hinschauen und vielleicht auch die ein oder andere Überlegung mehr machen. Wir in unserem Haus haben zum Beispiel noch die Möglichkeit, unseren Oberarzt zu fragen, was er jetzt davon hält und wie wir die Patienten triagieren sollen. Häufig hilft es auch, wenn man sich einen Kollegen nimmt und ihn einfach auch nochmal fragt, was er für eine Meinung dazu hat. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat, wenn man eben gerade merkt, dass man nicht weiterkommt. Ich denke gerade die Frage der Hilfe, das ist ja trotz allem eher der seltenere Fall. Also wenn das in so einer Schicht 2-3 Mal vorkommt, dann ist es das und da darf man sich ruhig auch vergewissern oder absichern und die Hilfe annehmen. Ja, ich denke gerade auch die Absicherung ist häufig auch einfach auch ein beruhigendes Gefühl für die Person selber, weil ja, wenn man Zustimmung von einem Kollegen hat, dann ist man sich auch sicher, dass man das so machen kann und kann mit einem besseren Gefühl den Patienten triagieren. Absolut. Ich denke, dass man mit Hilfe dieser 4 Säulen prinzipiell ein objektiveres Triagieren ermöglicht. Aber wie wir es am Anfang schon gesagt haben, ist es trotzdem wichtig, sich seiner Vorurteile bewusst zu sein, seine Triggerpunkte zu kennen und damit auch richtig auseinanderzusetzen. Und wenn man das nicht macht, dann hilft das beste Modell nichts. Und natürlich auf den Zeitfaktor muss man noch achten. Also man kann ja trotzdem nicht jetzt, wenn man das sehr ausführlich machen möchte und perfekt machen möchte und ich dann aber eine Viertelstunde brauche oder eine halbe Stunde pro Patient, dann ist das auch nicht mehr effektiv im Alltag. Aber ich denke, das ist trotz allem auch machbar, dass man die Punkte, die wir angesprochen haben, in einem angepassten Zeitrahmen durchführt. Zwischendurch gibt es ja auch mal wieder Patienten, wo das überhaupt nicht nötig ist. Also wenn mir jetzt jemand entgegenhumpelt und sagt, dass er gerade beim Fußballspiel umgeknickt ist, 20 Jahre und sonst gesund, dann muss ich sicherlich nicht noch die Aktenlage studieren, muss nicht in dem Moment die Vitalzeichen genauer anschauen. Also da kann man das Ganze ja auch sehr gut abkürzen. Aber wenn du den Eindruck hast, ihm geht's gut und er hat den Eindruck, er stirbt jetzt, habe ich eine Diskrepanz. Dann hast du eine Diskrepanz. Dann müssen wir uns überlegen, ob jetzt weitere Schritte nötig sind oder ich es trotzdem riskiere, mit ihm den weiteren Behandlungspfad zu gehen, obwohl er kurz davor steht, uns zu verlassen. Also man kann auch mit der Diskrepanz leben manchmal. Manchmal muss man mit Diskrepanzen leben. Überleg, wie oft wir Diskrepanzen haben. Auch wir müssen damit leben. Ja. Wenn ich jetzt den Triagierungsprozess abgeschlossen habe und jetzt die ESI-Stufe eingeteilt habe, ich weiß ungefähr, was der Patient hat, warum er kommt und dann geht es ja darum, wo platziere ich den Patient. Zumindest bei uns im Haus ist es so, da muss ich mir überlegen, welchen Bereich bringe ich den Patient. Das geht dann von einem einfachen sitzenden Warteplatz bis zum Schockraum. Ja, oder ich muss mir überlegen, braucht es einen Monitorplatz oder ist es nicht nötig, den Patienten kontinuierlich zu überwachen? Oder auch, wer besetzt heute die Schicht? Sind es die Studenten oder haben wir genug Experten? Welchen Patienten kann ich wem abgeben? Also Ausbildungsstand der Mitarbeiter, genau. Ist sicherlich ganz wichtig. Aber es gibt auch die Frage, wie sieht es denn mit den Interventionsmöglichkeiten aus? Muss ich jetzt zum Beispiel eine Thoraxdrainage einlegen? Dann ist der Sitzplatz im Gang vielleicht nicht ganz so geeignet. Ist der Patient vielleicht sogar schockraumpflichtig? Also da gibt es viele weitere Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Dann habe ich vielleicht einen Verdacht auf irgendeine Infektionskrankheit, gerade jetzt in Covid-Zeiten. Muss ich den Patienten isolieren? Also quasi momentan ja so ziemlich alle. Das stimmt, das gilt insgesamt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Kommen wir zum letzten Punkt, über den wir uns noch Gedanken gemacht haben, und zwar die Übergabe. Was nutzt uns ein guter Triageprozess, wenn ich den Patienten jetzt nicht adäquat an die weiter behandelnde Pflegekraft übergebe? Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch ein paar Übergabeschemata angeschaut, also das Isobar zum Beispiel, Admist oder auch noch ein paar Buchstaben, die aneinandergereiht sind, die uns helfen sollen, wie Sample.
Da gab es ja auch schon eine Folge zu dem Thema, also vor allem Übergabe zwischen Rettungsdienst und Notfall. Genau, da sind diese Schemata sicherlich auch sehr, sehr hilfreich. Also wenn euch da mehr für interessiert, hört doch nochmal in Folge 17 rein, was wir gemeinsam mit den Rettungsaffen gestaltet haben. Das war sehr lustig und ich glaube, es lohnt sich wirklich reinzuhören. Ja. Aber so richtig für die Übergabe Triagierungsfachkraft zur weiterbehandelnden Pflegekraft sind diese Schemata nicht geeignet oder in unseren Augen nicht optimal. Deshalb haben wir uns da ein anderes Schema ausgedacht. An dieser Stelle möchten wir Nadine Staudenmann oder wie wir hier sagen Studemar recht herzlich danken, dass sie uns dabei so gut unterstützt hat. Um nochmal ein paar Buchstaben aneinander zu reihen, ist der Titel unseres Schemas jetzt PIRS. P, das steht für den Patienten. Dort sagt man, wo der Patient sitzt oder liegt, den Namen des Patienten und das Alter. Nicht das Geburtsdatum oder den Jahrgang, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, wie du, Sebastian, zum Beispiel 1945, sondern wir sagen, du bist 75. Jetzt hast du aber Mühe gehabt, es auszurechnen. Aber ich kann es jetzt. Genau, aber das ist eben genau der Grund, wenn man jetzt sagt, dass ich 1945 geboren bin, muss die weiter behandelnde Pflegekraft gegebenenfalls erstmal rechnen, wie alt der Patient, die Patientin jetzt eigentlich ist. Und in dem Moment, wo ich rechne, kann man nicht folgen. Also zumindest ich bin jetzt nicht so multitaskingfähig. Du bist auch ein Mann. Ja, das könnten wir über die Diskussion oder diesen Punkt könnten wir wieder lange diskutieren, aber das überspringen wir jetzt mal. Und eben, dass auch ich als Mann weiter zuhören kann, sagen wir das Alter und eben nicht das Geburtsdatum. Und damit kommen wir dann auch schon direkt zum zweiten Buchstaben. Das ist das E, oder besser gesagt das erste E von PIRS. Das steht für Erstbeurteilung. Da sagen wir eigentlich den Triage-Score. Bei uns ist das das ESI. Und wir benennen die Leitsymptome. Zum Beispiel Flankenschmerzen rechts. Thoraxschmerzen, Halsschmerzen. Das zweite E von PIRS wäre dann die Einschätzungen. Zum einen die subjektiven Einschätzungen der Patienten, was er sagt, das selbst. Und die objektive Einschätzung der Triageperson. Sollte es jetzt in diesem Bereich Diskrepanzen geben, weiß eigentlich die weiter behandelnde Pflegekraft auch schon, dass eben diese Diskrepanzen vorhanden sind. Also wenn ich jetzt sage, ja, es geht ihm insgesamt nicht so schlecht, aber er selber hat natürlich den Eindruck, dass er, wenn wir jetzt wieder beim Beispiel Männerschnupfen sind, ganz, ganz elend dran ist, dann kann man sich auch ein Stück weit schon darauf einstellen. Nach dem zweiten E kommt dann das R für Relevantes. Darunter fallen dann Sachen wie Nebenerkrankungen, Allergien oder auch wichtige Medikamente, die eingenommen werden müssen. Das S steht noch für Sonstiges. Dort fallen so wichtige Aspekte rein, die noch nicht erwähnt wurden. Wie zum Beispiel? Der Patient hat das Bein amputiert und ist deshalb im Rollstuhl. Oder Patient ist massiv übergewichtig, benötigt vielleicht ein Spezialbett, etc. etc. Und man hat natürlich an diesem Punkt auch die Möglichkeit, bei Unklarheiten noch Rückfragen zu stellen. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. PIRS steht für Patientendaten, Erstbeurteilung, Einschätzungen, Relevantes und Sonstiges. Der Vorteil einer wirklich strukturierten Übergabe liegt darin, dass alle wissen, wovon man erzählt. Also bei welchem Punkt in der Übergabe bin ich gerade? Das weiß sowohl ich als Sender als auch die Person, die mir zuhört, als Empfänger. Und daraus verbessert sich natürlich die Sicherheit der Patienten. Ich muss nicht dreimal nachfragen. Ich bekomme möglichst alle Informationen mit. Und so kann ich natürlich auch eine gewisse Sicherheit vielleicht nicht garantieren, aber zumindest verbessern. Ein weiter wichtiger Aspekt ist, dass wir gerade in unserem hektischen Arbeitsalltag wirklich eine strukturierte Übergabe machen, die nicht allzu lange geht, dass sich sowohl der, so wie du gesagt hast, der Sender und der Empfänger sich die Zeit nehmen, nichts nebenbei machen, so geht auch nichts verloren und es gibt dann am Schluss nicht noch Rückfragen und somit ist man schlussendlich dann auch schneller mit der Übergabe. Absolut. Es ist natürlich klar, falls jemand jetzt Interesse an diesem Schema hat, ein neues Schema zu implementieren, ist nie einfach.
und benötigt eine gewisse Zeit. Es gibt auch gewisse Widerstände. Also gerade bei uns gab es ganz große Diskussionen, warum wir denn jetzt das Alter und nicht mehr das Geburtsdatum sagen. Mittlerweile funktioniert es aber recht gut. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen beharrlich dranbleibt, kann man so solche Prozesse auch deutlich verbessern. Zum Glück steht ja auch im Dashboard das Alter und man kann es abschreiben und nicht selber rechnen. Das ist natürlich bei uns ein großer Vorteil. Und ich habe gerade noch nebenbei was ganz Tolles erfahren. Karin hat sich ganz spontan bereit erklärt, uns zu diesem Übergabeschema auch ein Poster zu entwerfen. Hey. Vielen Dank, Karin. Vielen Dank, Karin. Sehr gerne, und ich habe es gerade jetzt erfahren. Also haben wir noch was vergessen? Oder soll ich eine kurze Zusammenfassung wagen? Mach doch mal die Zusammenfassung. Versuch das mal in zwei Sätzen zu komprimieren. Vielleicht baue ich drei. Also ganz wichtig im Triageprozess ist einerseits, dass wir wirklich unsere Vorurteile, unsere Triggerpunkte kennen, dass wir möglichst schon mal unvoreingenommen dem Patienten begegnen. Also diese Punkte müssen wir uns bewusst machen. Anschließend haben wir das Konzept der vier Säulen, also der erste Eindruck des Patienten. Säule 2 ist, was sagt der Patient. Säule 3 sind die Fakten und Säule 4 sind die Akten. Und zum Schluss, eine gute Übergabe ist wichtig. Wir empfehlen an dieser Stelle das PIRS. Und vielleicht habe ich jetzt zwei Sätze mehr gebraucht, als ursprünglich geplant waren, aber wir sind durch. Punkt. Also danke, Sebastian, für die doch nicht ganz so kurze Zusammenfassung. Hey. Und dann bleibt uns noch zu erwähnen, dass Karin und Svenja, das ist eine Riesenleistung, sie haben es auf Hochdeutsch gemacht, trotz massiver Widerstände. Und deswegen hat Svenja jetzt die Ehre, das Schlusswort auf Schweizerdeutsch zu haben. Genau, also erstens mal danke, dass ihr das alles anhört auf, ich sage jetzt mal, möchte gern Hochdeutsch, weil wenn ich Schweizer Hochdeutsch rede, dann ist es auch scheiße. Darum verflucht mich oder Karin nicht für das komische Deutsch. Wir haben uns das Beste gegeben. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. So, bevor es weitergeht, möchten wir euch noch auf unsere Social Media Kanäle aufmerksam machen. Also folgt uns doch auf Instagram, auf Facebook und natürlich auf Twitter. Außerdem haben wir auch einen Telegram-Kanal, wo immer die Neuigkeiten veröffentlicht werden. Es gibt die Möglichkeit, auch auf unserem YouTube-Kanal mal vorbeizuschauen. Alle wichtigen Sachen findet ihr auch auf unserer Homepage www.fasttrack-notfall.com. Und abonniert uns auf Spotify und iTunes. Genau, da dürft ihr auch gerne Sterne vergeben. Ich glaube, es geht nur auf iTunes. iTunes oder Apple Podcast, wie es heißt. Wenn ihr noch andere Möglichkeiten findet, uns Sterne zu vergeben oder zu bewerten, dürft ihr das natürlich auch gerne machen, solange es positiv ist. Immer nur positiv. Falls jemand noch uns unterstützen möchte für unsere viele Arbeit, die wir hier machen, um unsere Kosten zu decken, wir haben ein Spendenkonto auf unserer Homepage verlinkt. Da könnt ihr über PayPal oder direkt über die Überweisung. Und außerdem haben wir dieses Jahr noch einen Kalender gemacht. Oder Ende letztes Jahr eigentlich einen Kalender rausgebracht. Und durch die große Nachfrage haben wir uns beschlossen, den Kalender zu drucken. Falls jemand noch ein Exemplar möchte vom Kalender 2021 mit vielen interessanten Postern, könnt ihr den auch über die Homepage bestellen oder über die Social Media. Wir vergeben den zum Selbstkostenpreis für 20 Euro pro Kalender. Ihr könnt euch den Kalender auf der Homepage vorher nochmal anschauen, könnt ihn alternativ dann natürlich auch einfach runterladen, wenn ihr möchtet. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil der Triage-Reihe. Marco hat ja bereits Interviews zum ESI und zum Australasian Triage-System geführt und heute interviewt er Daniela aus dem KSA zum MTS, zum Manchester Triage Scale. Also viel Spaß bei Barry White über Manchester. Barry White aus Manchester. Ich begrüße
begrüße heute Daniela Sigrist, diplomierte Expertin Notfallpflege und Berufsbildnerin für das NDS Notfallpflege hier im Kantonsspital Aarau. Daniela wird uns heute ein paar Fragen zu dem Triage-System auf ihrem Notfall erzählen und ich bin sehr gespannt, was wir erfahren dürfen. Daniela, magst du dich bitte in ein, zwei kurzen Sätzen unseren Hörern vorstellen? Hallo zusammen, mein Name ist Daniela Sigrist. Ich arbeite auf dem Notfall im Kantonsspital Aarau. Ich habe meine Arbeit 2014 dort begonnen und war bis 2017 im NDS und kurz darauf habe ich in der Berufsbildung angefangen. Okay, sehr interessant, vielen Dank. Was mich auch gerade sozusagen zur ersten Frage bringt mit dem Triage-System bei uns, mit welchem Triagemodell arbeitet ihr denn? Wir am Kantonsspital Aarau arbeiten mit dem MTS, das ist die Abkürzung für das Manchester Triage-System. Okay. Und kannst du uns vielleicht so ganz kurz mit eigenen Worten den Aufbau dieses Triage-Modells beschreiben? Ja, klar. Auch mit diesem Triage-System wird der Patientenfluss nach Dringlichkeit gesteuert. Die Patienten stellen sich bei uns bei der Triage vor. Sie schildern ihre Probleme oder das Problem, das sie haben. Wir versuchen dann herauszudetektieren, was das Hauptproblem darstellt. Und auf unserem Computer haben wir dann ein Raster, dort sind diese Leitsymptome aufgelistet. Zum Beispiel nenne ich jetzt einen Thoraxschmerz. Wir haben einen Patienten, der stellt sich mit Thoraxschmerzen vor. Wir können das dann anklicken und dann erscheinen weitere Symptome, die der Patient aufweisen könnte. Und da können wir dann ein bisschen detaillierter auch die Anamnese gestalten, nachfragen und wir können dann, wenn der Patient jetzt zum Beispiel eine Vorgeschichte, eine kardiale Vorgeschichte hat, können wir das anklicken und dann zeigt uns das Computersystem an, wie dringlich der Patient angeschaut werden muss von einem Arzt. Das wird unterschieden zwischen einer blauen Farbe. Die blaue Farbe bedeutet, dass der Patient 120 Minuten Zeit hat, bis der Arzt ihn anschauen gehen muss. Die grüne Farbe bedeutet 90 Minuten. Dann haben wir noch die gelbe Farbe, das sind 30 Minuten, die orange Farbe, das wären dann 10 Minuten und rot wäre dann eine sehr hohe Dringlichkeit, der Patient müsste direkt angeschaut werden von einem Arzt. Das unterscheidet sich, wir messen zum Beispiel eine Sauerstoffsättigung, wir sehen, dass der Patient eine tiefe Nativ-Sauerstoffsättigung hat, klicken dann auf SpO2 tief an und es geht dann noch ein Pop-up-Fenster auf, was erklärt, was bedeutet dann eine tiefe Sauerstoffsättigung, wie ist das definiert? Und so können wir dann das unterscheiden. Okay. Und was sind so die Stärken des Modells gegenüber anderen? Das Modell lässt einerseits ein Bauchgefühl ein bisschen mitentscheiden. Es müssen nicht zwingend die Vitalzeichen der Patienten überprüft werden. Wenn ein Patient gestürzt ist und nun mit Fußschmerzen kommt, müssen wir nicht die Vitalparameter erheben, sondern wir schauen uns die Extremität an und können so den Patienten nachher zur Anmeldung schicken und der Prozess geht weiter. Visuell profitieren die Ärzte noch. In ihrem Büro haben sie auch die Patientenübersicht. Und dort erscheint dann die Dringlichkeit des Patienten mit der Farbe und sie wissen dann, welchen Patienten sie zuerst anschauen gehen müssen. Okay, das macht Sinn. Was sind denn dann so die Schwächen gegenüber anderen Systemen? Bei unspezifischen Symptomen wird es dann teilweise schwierig, den Hauptindikator herauszufinden. Und dann muss man dann unter generelle Indikatoren oder Unwohlsein bei Erwachsenen gehen und dann trifft das nicht immer ganz genau zu, wie man das gerne möchte. Zudem ist es teilweise schwierig, die Patienten stellen sich vor, zum Beispiel klassisch der Rückenschmerzpatient, man fragt, wie stark sind die Schmerzen, er beschreibt einen stärksten Schmerz. Wenn man jetzt dem MTS folgen würde, dann wäre der stärkste Schmerz eine orange Farbe. Das bedeutet, der Patient müsste innerhalb von 10 Minuten angeschaut werden.
hat aber noch keine Analgesie eingenommen und das ist wie nicht realistisch. Wenn man dem Patienten Schmerzmittel gibt, ist er nachher schmerzfrei und hätte gut Zeit noch zu warten. Und da ist dann wieder das Bauchgefühl, was dann wieder das MTS beeinflusst und es teilweise dann auch zu Untertriagierungen kommt. Mhm. Kannst du dich zum Abschluss an eine lustige Triagegeschichte erinnern, die dir schon im Laufe deiner Dienstzeit vorgekommen ist? Ja, da gibt es natürlich viele. Es gibt immer wieder verschiedene Patientensituationen. In Erinnerung blieb mir, als am Morgen sich ein Patient bei mir vorstellte mit einem Küchentuch um die Hand gewickelt und sagte, er habe sich ganz doll geschnitten. Ich habe das Küchentuch entfernt und musste ihn fragen, wo denn der Schnitt war. Und circa 2 Stunden später hat sich eine ältere Dame vorgestellt, sie sei über eine Mauer gestürzt, gestern schon, und sie habe nun eine kleine Verletzung und möchte dies gerne zeigen. Sie glaube nicht, dass es einen Arzt benötige, aber sie wolle das kontrollieren lassen. Und ich habe dann den Verband weggenommen und mir ist die halbe Wade entgegengekommen. Okay. Das ist natürlich ein krasser Unterschied, ne? Ja. Das kennt man so aus dem beruflichen Alltag von uns beiden wahrscheinlich manchmal. Genau. Ja, dahinter, dann sind wir mit den Fragen eigentlich schon soweit durch. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du für uns genommen hast und für unsere Hörer genommen hast und wünsche dir damit noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Dankeschön. Zum Abschluss unserer 24. Folge haben wir für immer, wie immer, für euch nochmal einen Witz. An die 24. Folge. Bei der nächsten haben wir quasi Silberhochzeit. Das müssen wir feiern. Schon wieder. Schon wieder was zu feiern. Also, macht es gut. Ciao. Tschüss. Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Arzt? Gott weiß, dass er kein Arzt ist.